Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Wie unschwer zu erkennen ist, geht es heute um 12 Monate, 12 Scenes und zwar um den Monat August. Der August nähert sich dem Ende. Es war ein unfassbar heißer August hier bei uns. Heute ist der erste Tag, also heute ist der 27. Heute ist der erste Tag, an dem es ein klein wenig kühler geworden ist, aber die Sonne brennt schon wieder. Es war die erste Nacht jetzt, in der es wieder unter 20 Grad gegangen ist, die Temperatur. Also es hatte 19 Grad, immer noch furchtbar warm für mein Empfinden. Aber es war keine Tropennacht mehr, denn als Tropennacht definiert sich eine Temperatur in der Nacht über 20 Grad, also die nicht unter 20 Grad absinkt. Die letzten Nächte waren fürchterlich, ich habe ganz wenig geschlafen. Aber letzte Nacht eben tatsächlich, da ging es ein kleines wenig, klein wenig besser. Und wenn ich so schlecht schlafe, bin ich auch nicht so super kreativ. Das ist eher schwierig, ne? Und wenn es so heiß ist und die Luftfeuchtigkeit auch noch so hoch ist, dann bin ich wirklich ausgebremst irgendwie, ne? Also das vertrage ich nicht so gut. Okay, aber das wollte ich euch ja eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte euch eigentlich sagen, dass ich heute das Scene für den August machen werde. Und zwar haben wir ja hier das Thema Bunt, Zeitschrift, Weiß, Spirale, Stempel, Gebäude, Alkohol, Ink, Kinderbuchseite und Knopf. Und ich habe lange überlegt, was ich mit diesen Prompts anfangen kann und habe natürlich in der Zwischenzeit auch mal einfach hier alle Sachen von dem Freebie ausgeschnitten, ne, diese ganzen Kleinigkeiten hier. Ich weiß aber nicht, ob ich davon etwas verwenden werde oder wie viel ich davon verwenden werde, keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Idee im Kopf und wenn eine Idee im Kopf ist, dann will sie raus und deswegen werde ich das heute machen. Ich habe als Grundlage meines Scenes mir diese Seite aus einem Kinderbuch, das ist ein Märchenbuch, habe ich mir die ausgesucht. Die habe ich mal irgendwann rausgerupft aus so einem großen Buch. Das sind Fabeln, glaube ich. Gar kein Märchenbuch. Fabeln, genau. Da sind Fabeln drin. Der reiche Mann und der betrogene Dieb. Okay, also, und zwar habe ich mir das ausgesucht, weil da ein Baum drauf ist und hier dieses Vögelchen drauf ist und weil es ja irgendwie bunt ist. Das wird die Grundlage meines Scenes und ich werde das jetzt erstmal falten und die Kanten werde ich nähen. Und dann schauen wir mal weiter, was passiert. So, und schwuppdiwupp, schon ist es fertig, geschnitten und genäht. Ich zeige euch kurz die Innenseiten. Ihr seht, es ist recht bunt. Und wir machen jetzt gemeinsam die ersten Seiten. Und ich mache jetzt erstmal in die Taschen, die alle nach oben zeigen diesmal. Mache jetzt erstmal Eingriffe rein. Das habe ich nämlich vergessen reinzustanzen. Das hätte ich ja vorher auch machen können. Aber ihr kennt das ja bei mir schon, ne? Dass ich immer erst hinterher klug werde. Aber ich kann das ja auch mit der Schere schneiden. Ich male mir jetzt mit Hilfe dieser kleinen runden Flasche diese halbrunden Eingriffe erstmal vor und schneide dann mit der Schere alles aus. Ja, und ich schaue immer, auf welcher Seite wohl am besten dieser Eingriff passt. Ja, und jetzt schnappe ich mir meine kleine gebogene Silhouettenschere und schneide einfach oben diese Eingriffe raus, aber natürlich nur auf einer Seite. So, das ist ganz einfach, schwuppdiwupp, das erste schon raus. Und natürlich mache ich alle anderen ganz genauso. So, das ist jetzt schon das letzte. Jetzt schauen wir es nochmal an. Jetzt geht's los mit der ersten Seite. Ich werde euch jetzt noch nichts dazu erzählen, warum ich das mache, sondern nur, was ich mache. Ich habe mir eine Seite aus einem Kinderbuch ausgewählt, mit einem kleinen Häuschen drauf und das reiße ich jetzt grob aus, denn ich möchte das auf die Titelseite packen. Dann sieht man zwar diesen Hundekopf nicht mehr, aber den brauche ich in meiner Geschichte auch nicht. Ich brauche ein Häuschen. Und dieses Häuschen finde ich erstens sehr niedlich und sehr süß und zweitens passt es einfach auf das Scene. Aber ich brauche auch noch die Noten. Das heißt, ich möchte die Noten haben, nur passt es so nicht auf Scene. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich lege das Häuschen nochmal drauf und ich werde jetzt mit dem Bleistift mir ungefähr markieren, welche Stellen noch frei bleiben, also welche Stellen vom Scene dieses Häuschen nicht bedeckt. Und dort möchte ich jetzt Noten hinkleben. Also ich reiße mir da jetzt auch wieder ein paar Stücke ab und mache da Kleber drauf und klebe sie entsprechend an diese Stellen hin, die ich mir vorhin markiert habe. Das klebe ich ein bisschen nach hinten um, das muss man natürlich nicht machen, aber ich finde das ganz gut, da muss ich diese Note jetzt nicht abreißen.
klebe das ein bisschen nach hinten um. Das geht recht gut mit dem Punal Express. Es soll jetzt keine Werbung sein, aber für mich ist das einfach der Top-Kleber. Dann habe ich noch mehr Noten und die sollen dann jetzt da oben an den Rand noch hin. Und das halte ich mir einfach erstmal so hin. Dann mache ich Kleber dran. Vorne und hinten, dann geht es noch ein bisschen besser. Und klebe das jetzt einfach mal beherzt auf. Und da ist noch ein bisschen von dem Kleber übrig und da klebe ich jetzt auch noch schnell was drauf, so ein Stückchen von den Bäumen. Und dann überlege ich mir, dass ich dieses Stück ja auch nach hinten umkleben könnte und nicht abschneiden muss, was wiederum den Rücken vom Sien verstärkt. Jetzt vorsichtig noch die überstehende Kante abschneiden, ohne die weißen Fadenreste abzuschneiden, weil die möchte ich gerne behalten. Und hier auch noch diese Seidennadel möchte ich nicht abschneiden, die klebe ich auch rum, habe ich gedacht. Dann ist gleich der Faden noch ein bisschen festgeklebt und kann sich nicht mehr lösen. Ich habe zwar alle Fäden verknotet, aber sicher ist sicher. So, und jetzt kann endlich das Häuschen drauf. Und damit ist die Titelseite meines Zines für den August schon fertig. Jetzt überlege ich mir den ersten Tag für die erste Seite. Und da möchte ich einen Wald. Also ich brauche da einen Wald und deswegen habe ich mir wieder eine Seite aus dem alten Kinderbuch rausgemacht, wo ein Wald drauf ist und nehme da jetzt ein Stückchen von, ja und genau diese Bäume brauche ich, diese Nadelbäume. Ja und mache mir jetzt aus dem Ganzen hier einen Tag, aber zuerst kommt da mal ein Gimpel drauf. Der Gimpel spielt noch eine Rolle in der Geschichte. Der ist sehr, sehr wichtig. Den habe ich mir sogar mehrmals ausgedruckt für die Geschichte. Ja, das Ganze klebe ich jetzt auf einen Karton. Das ist so ein, ich glaube, ein Stempelpappe vom Kick oder Teddy oder sowas. Da waren irgendwelche Stempel drauf und diese Pappen, die hebe ich mir immer auf. Die sind super geeignet, um Tags daraus zu machen. Dann das Ganze ausschneiden, abschneiden, passend zuschneiden, schauen, ob es auch reingeht in die Tasche. Ja, passt perfekt. Dann schneide ich unten noch ein bisschen zurecht. Für oben schneide ich die Ecken natürlich so richtig tagmäßig weg. Und um das zu machen, habe ich mir so eine alte Plastikkarte abgeschnitten. An jeder Ecke ist ein anderer Winkel. Und das ist eine super Schablone für Tags. Ja, unten die Ecken runde ich noch ab, dann geht es besser in die Tasche rein. Und jetzt brauche ich noch diese alte Lady. Die ist auch wichtig für die Geschichte. Und die kommt auf die andere Seite. Mit Distress Ink Ground Espresso färbe ich jetzt die weißen Schnittkanten noch ein bisschen ein. Denn auf diesem Tag gefällt mir das nicht, wenn es so weiß ist. Und ich überlege mir, dass die alte Lady noch eine Spitze im Hintergrund braucht. Und da habe ich noch so ein Stückchen Papierspitze. Und das ist eigentlich, das sieht sehr hübsch aus, aber das ist ein fürchterliches Zeug, denn das rollt sich so. Und man kann den Kleber unheimlich schlecht darauf verteilen. Also das ist wirklich ein Kampf mit dem Zeug. Aber ich habe es letztendlich dann doch geschafft. Und jetzt kommt dann noch das Bildnis auf den Tag. So, passende Position wählen, festpressen und schon ist es fertig. Jetzt brauche ich aber noch ein kleines Schildchen, was ich an den oberen Rand kleben kann. Ich suche da mal in meiner kleinen Grabbel-Schilderkiste und entscheide mich jetzt für dieses kleine Schildchen, das auf einem Stückchen Notenpapier sitzt. Schnell noch was draufgeschrieben. So, ja, ganz genau. Oma steht da. Und das kleben wir jetzt mal dahin. Bisschen schräg. Na bitte, perfekt. Ja, und weil die Oma natürlich auch ganz viel handarbeitet, muss jetzt noch ein Häkelblümchen mit drauf. Ich weiß, viele mögen keine Häkelblümchen. Ich mag Häkelblümchen. Und die Oma auch. Ja, ich werde dieses Häkelblümchen jetzt mit einer Öse, also mit einer Metallöse befestigen, denn dieses Blümchen hat ein großes Loch in der Mitte und da passt eine Metallöse perfekt durch. Ich wähle eine weiße Metallöse, einmal durchgesteckt und jetzt festgepresst mit der Crocodile und schon erledigt. So, und auf der Rückseite denke ich mir, ja, da müsste jetzt noch ein Lochverstärkungsring hin. Und da habe ich Lochverstärkungsringe aus Papier. So,
Ja, okay, na, so viele brauche ich auch nicht. Den Rest, den schmeißen wir wieder. Nein, schmeißen wir nicht weg, den Rest stecken wir wieder weg. Und ja, aber so weiß geht es natürlich überhaupt nicht. Die müssen eingefärbt werden. Ich nehme also wieder mein Ground Espresso, eine alte Buchsreite unten drunter, die sieht schon sehr, sehr mitgenommen aus. Und ich färbe jetzt mit meinem Schwämmchen diese Papierlochverstärkungsringe einfach braun ein. So, ich brauche nicht so viele, ich brauche eigentlich nur einen, aber es macht ja Sinn, gleich ein paar mehr einzufärben, wenn man schon mal dabei ist. So, das klebe ich jetzt hinten drauf und jetzt sieht es gleich viel schöner aus. Das war der erste Tag. Und ja, jetzt zeige ich euch noch die letzte Seite. Und das mittlere seht ihr dann ja in der Geschichte. Ja, auf der letzten Seite klebe ich jetzt wieder ein kleines Schildchen auf. Das ist wieder so ein Sütterlin geschriebenes. Das sind diese selbstgemachten Sticker. Die habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, wie man die aus Paketklebeband machen kann. Ich kann euch das nochmal verlinken. Und ich brauche natürlich nochmal den Gimpel. Denn der Gimpel ist super wichtig. Ja, und das war es auch schon, liebe Leute. So, meine Lieben, jetzt ist das Sehen fertig. Ich habe es tatsächlich geschafft und es ist wieder eine Geschichte entstanden. Und ich muss sagen, es gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. Lasst uns kurz abhaken, ob alle Prompts erfüllt sind. Ich hoffe doch sehr, dass ich alles erwischt habe, was hier auf meiner eigenen Promptliste steht. Wäre ja blöd, wenn nicht. Okay, also bunt. Es ist definitiv bunt. Es ist auf einer bunten Seite entstanden. Es sind alle möglichen bunten Farben drin. Also ich glaube, für mich, also für mich ist das extrem bunt. Darum ja, passt das für mich auch. Bunt ist abgehakt. Dann haben wir Zeitschrift. Da habe ich dieses Blatt hier aus einer Zeitschrift herausgeschnitten. Und damit ist, glaube ich, Junkteil Zeitschrift erledigt. Dann haben wir Weiß. Ich habe diesmal alles mit weißem Garn umnäht, also alle Seiten sind mit weißem Garn umnäht und ich habe die Texte, die ich geschrieben habe, alle in weiß geschrieben. Damit ist für mich weiß auch erledigt. Dann haben wir die Spirale. Die Spirale kommt einmal hier hinter dem Wegweiser vor und dann ist sie noch an zwei Stellen hier eingestempelt. Es ist eine, ja, es könnte auch eine Baumscheibe sein, aber für mich ist es jetzt eine Spirale. Genau, und im gleichen Zug haben wir dann auch Stempel erledigt. Stempel sind hier und an einigen anderen Stellen habe ich noch kleine Stempel untergebracht. Also auch das ist erledigt. Gebäude haben wir einmal hier vorne drauf, dieses kleine Häuschen. Und dann haben wir hier diese alte Postkarte auch mit einem Gebäude drauf. Alkoholink habe ich untergebracht, ebenfalls hier auf diesem Tesa. Das habe ich hier ein bisschen eingefärbt mit Alkoholink. Ja, die sind schon ziemlich alt, die Alkoholinks. Was heißt alt? Also ich habe die wieder aktiviert mit Alkohol, damit sie wieder funktionieren. Aber meine Lieblingsfarben sind es nicht, sagen wir mal so. Kinderbuchseite ist erledigt und das ganze Scene besteht aus einer Kinderbuchseite. Das ist die Grundlage gewesen und Knöpfe habe ich auch untergebracht auf dieser Seite. So, und natürlich ist eine Geschichte entstanden, sonst hätte ich das ganze Scene ja gar nicht machen können. Denn ohne Geschichte geht bei mir ja nichts bei den kleinen Scenes. Und ich werde euch natürlich diese Geschichte jetzt erzählen. Es ist aber weniger eine Geschichte als vielmehr vielleicht ein Märchen oder eine Fabel. Man könnte es eine Fabel nennen. Und das werde ich euch jetzt natürlich erzählen. In einem wunderschönen Häuschen ganz nah beim großen Wald, da lebte einst die Oma Silbermann. Ja, das ist die Oma Silbermann mit ihrem Häubchen und so. Hat sie sich ablichten lassen auf einem Foto. Das war die Sonntagstracht in der damaligen Zeit. Und sie lebte ganz allein in diesem Häuschen und sie fühlte sich sehr wohl und sie mochte es alleine ganz nah beim Wald zu wohnen. Sie lauschte sehr, sehr gerne den Vögeln, wie sie ihr ständig Ständchen und Liedchen trällerten. Das liebte sie. Sie konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als dort in ihrem kleinen Häuschen zu leben. Und im Wald, hinter ihrem Haus, da lebte der Gimpel. Der Gimpel, auch Dompfaff oder Blutwink genannt, ein wunderschöner bunter Vogel, zumindest mal das Männchen mit einer wunderschönen hellroten Brust, lebte dort in diesem Wald und es ging ihm eigentlich, also was heißt eigentlich, es ging ihm wunderbar. Denn die Oma Silbermann, die fütterte die Vögel und zwar jeden Tag, das ganze Jahr durch. Im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter brachte sie ihnen Nüsschen, Apfelkerne,
Eicheln und Beeren und Samen und alles, was sich ein Vogel nur so wünschen kann. Und dem Gimpel mit seiner Familie ging es wunderbar dort im großen Wald. Denn jeden Tag hatten sie das beste Essen zur Verfügung. Dennoch geschah es im Herbst. Die Kinder der Familie Gimpel waren bereits ausgeflogen. Seine Frau hatte sich auch schon davon gemacht, denn Gimpel sind nicht treu. Und der Gimpel hatte so ein komisches Gefühl im Bauch. Er konnte sich das gar nicht erklären. Er wurde so unruhig und er wollte irgendwie weg. Er konnte sich wirklich nicht erklären, wie das kam, aber er war auf der Suche nach Freiheit. Ihm fehlte die Freiheit, zumindest dachte er, dass es die Freiheit sei. Und eine große Wanderlust ergriff ihn. Ja, und er wollte einfach mal schauen, wie es woanders ist. Und er nahm sich vor, bis nach Amerika zu reisen und sich die große, weite Welt anzuschauen. Und er wollte wie ein Schmetterling, wie ein Monarchschmetterling über das Meer fliegen und Amerika anschauen. Ja, und dann ging er also los, beziehungsweise er flog natürlich los, er ging ja nicht. Ja, aber er konnte sich nicht recht entscheiden. Also erstmal ging er in einer Spirale herum, weil er nicht genau wusste, wo soll er jetzt lang gehen? Soll er links gehen? Soll er rechts gehen? Wohin geht's denn jetzt nach Amerika? Wie kommt man denn dahin? Keine Ahnung, er wusste es nicht. Und während er noch so überlegte, sah er auf einem kahlen Ast gegenüber eine Krähe sitzen. Und diese Krähe, die saß da so und schaute mal nach links und mal nach rechts. Und er fragte sie, hey Krähe, weißt du vielleicht, wie es nach Amerika geht und wie ich da hinkomme? Und die Krähe sagte, nö, das weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie du nach Amerika kommst. Was ist das überhaupt? Ich bin froh, wenn ich hier überlebe. Und dann sagte der Gimpel, wieso bist du froh, wenn du hier überlebst? Das ist doch wundervoll hier, das ist doch ganz toll. Es gibt doch nichts Schöneres, als hier zu leben. Und dann sagte die Krähe, ja, wie kommst du denn auf so etwas? Das Leben ist hier sehr, sehr schwer. Also für mich ist das Leben sehr schwer. Ja, wieso denn, sagte der Gimpel, erzähl doch mal. Wie kommst du denn jetzt durch den Herbst und den Winter? Und die Krähe sagte, ja, für mich ist das Leben wirklich hart, denn die Menschen mögen mich nicht. Ich singe nicht schön, ich krächze nur. Und ich bin ein großer schwarzer Vogel und sie sagen, dass ich Unglück bringe. Und sie geben mir kein Futter, sondern sie jagen mich davon, wenn ich zu irgendeinem Futterhäuschen komme oder wenn ich in ihre Gärten fliege und dort Obst und Nüsse stehle. Sie jagen mich einfach davon. Sie mögen mich nicht. Und manchmal schmeißen sie sogar mit Knöpfen nach mir. Um Gottes Willen, sagte der Gimpel, das sind ja Sachen, das wusste ich ja überhaupt nicht, dass die Menschen so gemein sein können. Denn bei Oma Silbermann ist es ja wunderbar. Ja, sagte die Krähe, ich habe halt keine Oma Silbermann. Ja, auf jeden Fall flog der Gimpel weiter und als nächstes traf er zwei Wildschweine. Und die fragte er jetzt auch, wie kommt ihr durch den Winter? Wie sieht's denn aus bei euch? Habt ihr ein gutes Leben? Und die Wildschweine sagten, naja, es geht so. Wenn wir im Wald bleiben, dann ist es einigermaßen gut, aber das Essen ist nicht gut, denn von Eicheln und Buchreikern sich zu ernähren im Winter ist nicht einfach. Wir gehen ja immer auf die abgeernteten Kartoffelfelder der Menschen, aber es sind fast keine Kartoffeln mehr da, weil die Menschen alles ernten und nichts mehr übrig lassen. Früher war das ganz anders. Ja, und wenn wir dann in die Gärten der Menschen gehen und dort nach irgendwelchen Wurzeln und Rüben graben, mit unserer Schnauze in der Erde herumgraben, dann sind sie böse auf uns. Sie verjagen uns und sie holen einen Jäger, der uns totschießt. Ja, um Himmels Willen! Jetzt war der Gimpel wirklich schockiert. Die Menschen schießen Tiere tot? Ja, um Gottes Willen, das hatte er noch nie gehört. Ganz, ganz, ganz komisch ward ihm da. Und die Wildschweine grunzten weiter und liefen davon. Als nächstes traf der Gimpel eine Haselmaus. Hallo Haselmaus, was machst du im Winter? Wie geht's dir denn da so? Wovon lebst du? Was machst du? Hast du Erfahrung mit den Menschen? Und die Haselmaus sagte, ja, ich habe Erfahrung mit den Menschen. Ich habe mich einmal auf einen Dachstuhl verkrochen, denn dort ist es wärmer als im Wald. Und ich wollte mein Nest auf diesem Dachstuhl bauen, aber die Menschen haben mich verjagt, weil ich ihnen zu laut war und weil sie gesagt haben, ih, eine Maus, das ist ein Ungeziefer. Ja, und seitdem mache ich mir mein Nest im Wald mit den schönsten Federn, die ich finden kann. Die sammle ich und stopfe mein Nest aus und dann schlafe ich den ganzen Winter über. Ja, und der Gimpel war wieder ziemlich entsetzt über die Menschen und die Haselmaus zog sich wieder zurück in ihr Nest. Ja, jetzt hatte der Gimpel ja nun einiges zu denken, ne? Und er ging weiter und flog und flog und flog und flog und er kam zu den Bergen und er landete in der Stadt Innsbruck, mitten in den Bergen in Tirol. Dort traf er dann am Straßenrand zwei Dachse
Und auch die Dachse fragte er, wie geht's euch denn so? Wie kommt ihr über den Winter? Und die Dachse sagten, ja, für uns ist es auch nicht leicht, denn diese Straße hier durchschneidet unser Revier und wir müssen immer wieder hin und her über diese Straße laufen. Und die Autos, die sind so gefährlich. Es sind schon Familienmitglieder überfahren worden und gestorben auf dieser Straße. Das ist so gefährlich. Puh, sagte der Gimpel, das wusste ich ja überhaupt nicht, dass eine Straße gefährlich ist. Naja, ist ja auch klar, der Gimpel kann ja fliegen, ne? Ja, auf jeden Fall wanderte er noch weiter und er traf ein Hermelin. Und auch das Hermelin fragte er, wie kommst denn du durch den Winter? Hast du Erfahrungen mit den Menschen gemacht? Und das Hermelin sagte, oh ja, ich habe Erfahrungen mit den Menschen gemacht. Erstens mal ist der Winter für mich sehr, sehr hart. Ich muss sogar mein Fell wechseln. Ich bin nicht mehr braun, sondern weiß im Winter, damit mich die Raubvögel und die Raubtiere nicht finden können. Und außerdem sagen die Menschen, mein Fell sei so schön und sie wollen mein Fell haben. Und sie fangen mich und töten mich nur für das Fell. Oh mein Gott, sagte der Gimpel, das ist ja grauenhaft. Das ist ja absolut grauenhaft. Gibt es denn keine guten Menschen? Gibt es nirgendwo gute Menschen? Sind die alle so? Das weiß ich nicht, sagte das Hermelin. Auf jeden Fall ging der Gimpel weiter. Und er traf einen Schneehasen. Er war jetzt schon ganz weit oben auf dem Berggipfel angelangt. Und der Schneehase, der sagte, lieber Gimpel, für mich ist das Leben hier oben auch ziemlich hart. Ich muss mein Fell wechseln, genau wie das Hermelin. Und ich habe immer Angst vor den Füchsen und Wölfen und den Bären und natürlich vor den menschlichen Jägern, denn so ein weißes Fell hat jeder gern und ein Hasenbraten, ja, den hat jeder gern im Topf. Was? Sagte der Gimpel. Ein Hasenbraten im Topf? Das gibt es doch nicht. Doch, sagte der Schneehase. Doch, 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 die Menschen essen ganz gerne Hasen. Hui, sagte der Gimpel, das ist ja fürchterlich. Aber wo gibt es denn gute Menschen? Gibt es denn keine guten Menschen? Das weiß ich nicht, sagte der Schneehase. Und der Gimpel überlegte sich, dass er jetzt vielleicht nach all diesen Erfahrungen und nach all diesen Erlebnissen doch wieder nach Hause fliegen sollte zu seiner Oma Silbermann und einfach glücklich und zufrieden in seiner Heimat leben, dort, wo ihm niemand schaden wollte, wo er jeden Tag etwas Gutes zu fressen bekam. Ja. Er ging wieder zurück, auf jeden Fall. Er würde nicht nach Amerika fliegen, sondern sofort wieder nach Hause zum Wald zu Oma Silbermann fliegen. So, das war das Ende der Geschichte. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht mit meiner erfundenen Fabel oder meinem Märchen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Bleibt gesund, bleibt kreativ und junkelt euch was Schönes. Tschüss!